Moin und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Sonnenschein. Wir haben den 21. Mai 1940 und wir spielen U-Boot. Wir haben ein neues Ziel und zwar werden wir heute eine Wetterstation aufbauen. Wir noch mal kurz die Kombüse checken, alles voll, wunderbar. Dann haben wir eigentlich alles Wichtigste. Sprit ist am Start und fahren erstmal mit AK aus dem Hafen raus. Schön sanft das U-Boot auch immer zum Wasser gelassen wird. Boah. Ich hoffe, der Einsatz zur Einrichtung einer Wetterstation reibungslos verläuft. Und wir keine unerwünschten Aufnahmen zu bekommen. Was? Wir bauen auch nur eine Wetterstation auf. Als ob da jemand passieren würde. Wir sollen nämlich hier ganz oben hinfahren. 2632 Kilometer sind es. So, der Westfeldzug hat begonnen. Und ich habe wohl gelesen, je mehr man versenkt, desto länger könnte man den Krieg hinauszögern. Aber ich habe da noch keine Auswirkung von gespürt in meinen vergangenen Kampagnen. Aber verlieren wird man auf jeden Fall am Ende. Aber das soll uns jetzt heute nicht stören. Oder vielleicht doch. Nein, eigentlich nicht. So, wichtige ihr beiden braucht man Kollegen mit einer Hand. Auch selbst mit Fullspeed würden wir so 6100 Kilometer weit kommen. 145 Grad. Ja, ist ja schön. Kannst Schiffe sehen. Wow. Fühlt sich jetzt wichtig, oder was? Halbe Fahrt voraus. Du, fahr mal da lang, ja. Dann schön an Helgoland vorbei. Warum fährst du hier so komisch? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Das sind nämlich 3212 Kilometer. Weil wir hier um Norwegen rumfahren müssen. Ah, ist es nicht schön, wieder auf See unterwegs zu sein. Das Meer ist ruhig, die Feinde zahlreich. Und. Jetzt sollen wir da mit unserem mikroskopisch kleinen Typ 2D hinfahren. Na, mit einem 2A kannst du es voll vergessen, ne? Und danach müssen wir noch eine Mission machen. Und dann haben wir das Typ 7B. Und dann dauert es leider ein bisschen, bis wir das Typ 7C haben. Und das Typ 7C41. Aber das kriegen wir auch noch. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Ja, ja. Hauptsache hier gibt man ein bisschen Gase. Na, eigentlich können wir mal ein bisschen Gas geben hier. Oder auch nicht, weil wir zu nah an Helgoland sind. Bäh. Geh weg, Helgoland. Muss doch nicht laden. Wir fahren ja nur dran vorbei. Machen wir fertig hier. Ja, du bist doch halt sehr müde. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite. Es gab jetzt noch keinen neuen Patch. Ich bin sehr müde.
Wir sind aber bei Patch Nummer 9. Endlich ein paar Stunden Pause. Ich find's voll fies, dass das mit dem Schlachtschiffen immer noch nicht funktioniert hat, das Achievement. Ich bin sehr müde. Aber es wird noch genug kommen, keine Sorge. Und dann haben wir ein besseres U-Boot. Endlich ein paar Stunden Pause. Endlich ein paar Stunden. Herr Kaloyn, wir nähern uns der Bäreninsel. Wir werden mit den Vorbereitungen zur Installation der Wetterstation beginnen. Herr Kaloyn, juhu. Wir befinden uns in flachen Gewässern. Oh, wer hat denn richtig Lust? North, der Fiedle und Torfrose, wa? Ihr drei macht das. Senden Sie eine Truppe an Land. Ja, lass uns da doch mal eben hinfahren. Ne? Schienenstopp. Alle Maschinen stoppen. Wir bewegen uns zu schnell, Herr Kaloyn. Das ist der geeignete Standort. Ihre Befehle besagen, dass Sie eine Wetterstation in der Nähe dieser Koordinaten aufstellen sollen. Wir entsenden einen Trupp. Stehen aus North, Fiedler und Torfhose. Fiedler kriegt einen Helm mit. Ihr kriegt 6 tapfere Matrosen mit an die Hand. Viel Spaß da draußen. Und wir werden uns im Grund singen lassen. 101. 100 Meter. 101 Meter. Erkunden Sie das Gebiet. Ihre Mannschaft ist ohne Probleme an der Küste angekommen. Es gibt keine Anzeichen von menschlicher Anwesenheit außer unserer in der Nähe. Wir sollten einen Spähtrupp losschicken und Schneemänner. Erkunden Sie das Gebiet. Ihr könnt heute noch tauchen oder so. So. Auch voll. Wo ist denn der Ballasttank Nummer 2? Nummer 3 ist. E-Motoren wechseln. Und bam. Richtig schön aufgesetzt. Ja, komm, wir sind dauernd, bis wir da fertig werden. Ne? Motoren sind auch noch in. So, da sind wir bei 86,5 Dezibel. Das kann echt dauern, ne? Ja, so ein Schneemann baut sich halt nicht von alleine. Und dann wollen sie auch noch ein Iglo, da will noch jemand seinen Namen in den Schnee pinkeln. Und. Jemand verschüttet noch den wunderbar schönen Eisenkaffee. Vielleicht wird auch noch jemand vom Eisbär gefressen. Und die müssen ihn dann erst wieder aus dem Maul rausziehen. Ach, was weiß ich hier. Irgendwann ist er immer. Die Tiefe gibt minus 34. Die stellen sich immer auch an, ne? Ja, 99%. Die Aufklärungsmission war herausfordernd, aber es ist uns gelungen, einen geeigneten Standort für die Wetterstation mit ideal.
Wir werden in der Lage sein, genaue Wetterdaten für unsere U-Boot-Flotte zu sammeln. Lassen Sie uns diese Station schnell aufbauen, bevor das Wetter schlechter wird. Wir warten auf Ihren Befehl, Herr Kaloy. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen lauter sagen? Unser Spätrot hat einen guten Standort für die Aufstellung der Wetterstation gefunden und Schneemänner fertig gemacht und alle Komponenten dorthin gebracht. Wir können mit der Einrichtung der Station beginnen. Und Bob wurde vom Bären gefressen. Aber steht da nicht. Wie ist langweilig, was soll ich sonst machen? Außer warten, bis sie da fertig werden. Kurs setzen. Könnten wir einen Blick in die Kombüse werfen. Das könnten wir machen. Ist nämlich fast leer. Hier. Und das auch. Dann schwimmen wir wieder weiter vor. Gucken wir uns diese wunderschöne Uhr noch mal an. Mit seinem tollen Netzschneider. Der im Spiel gar nicht funktioniert. Jetzt kommst du mir mit Untiefen voraus. Ja, wunderbar. Wow. Hast du dich gerade Millimeter nach vorne bewegt oder wie kommst du da drauf? Oder hast du gerade mal auf die Karte geguckt und festgestellt, wir sind ja fast in der Bäreninsel. Ja, aber nur fast. Was ich eigentlich so vermisse in dem Spiel, was es bei Silent Hunter immer gab, so ein bisschen Meereszeug hier, so ein paar Pflanzen, ein paar Steinchen. Hier gibt es ja nur so ein paar Fische und das war's, der Boden an sich wiegt ja immer sehr karg. Und Wal habe ich auch noch nie gesehen. Oder ein Shrimp. Oder ein Langusti. Oder ein Hummer. Ein Krebs. Nichts davon. War immer bald fertig. Schaffen wir vielleicht heute noch was anderes hin. Sicherheit angemessen. Ihre Wachen sollten die meisten Sicherheitsprobleme erkennen, aber es besteht ein kleines Risiko, dass Günther von einem Eisbären gefressen wird. Da steht da nur aus Jux und Dollerei. Das ist mir noch nie passiert. Da habt ihr das bald mal. Gut gemacht. Wir haben die Station erfolgreich in Betrieb genommen und jetzt ist es an der Zeit, sie zu testen. Die Wetterstation ist jetzt einsatz- und betriebsbereit. Wir müssen nur noch testen, ob sie funktioniert, um diese Mission als abgeschlossen zu betrachten. Wir können mit unserem Bordfunkgerät prüfen, ob die Station die Daten der installierten Sensoren korrekt überträgt. Ja, das funktioniert aber nur, wenn wir Techniker am Dings am Funkgerät. So, du gehst mal runter. Okay, alles safe. Anblasen. Nein, warte mal, wer macht das?
Ich erwarte Ihre Befehle. Not auftauchen, schnell. Genau. Halten sonst hier Chance. Ist schon schwer dahin zu latschen. Ja, das ist so eine Gurkentruppe, ne? Wird erledigt, Herr Kaloin. Ja? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Aktuelle Tiefe 10 Meter. Auf diese Motoren wechseln. Turn mit auf, wenn du Pickle Morty! Turn mit auf, wenn du Pickle. Er muss der Kaloin selber noch vorbeikommen und am Rädchen drehen, ne? Gibt's doch gar nicht. Funkspruch erhalten. Von Einsatzgebiet Wetterstation. Wetterstation. Entschlüsselte Nachricht. Temperatur minus 4 Grad mit Geschwindigkeit 9 km/h. Nicht genug Kraftstoff für die Rückkehr zum Hafen. Hatte ich aber für ein Gerücht, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann du gehst mal dahin. Wir drehen hier mal um, wer? Ah, eines Tages wird es blau werden. Ich glaube, der berechnet das auf Grundlage von dem ganz normalen Verbrauch und nicht von den Perks, die mitzählen. Guck. Ich bin sehr müde. Ja, 6 Tage später. Sehr lange 6 Tage. Montag, 3. Juni 1940. Im Hafen von Wilhelmshaven. Ein Kaloi-Trupp guckt traurig über Bord. Ah, Vincent Valentine kriegt seine Frontspange für 15 Kriegspatrouillen. Genauso wie der Freundin. Und wir kriegen 3 Punkte. Nice. Ansehen ist alles. Erhalten Sie 10 Ansehenspunkte. Yes. Kommandant, Ihr erfolgreicher Einsatz, eine Wetterstation auf der Bäreninsel einzurichten, hat die Fähigkeit der Kriegsmarine und der Luftwaffe zur Planung bevorstehender Operationen erheblich verbessert. Ihre sorgfältige Planung und Auswirkung des Einsatzes hat unsere Streitkräften einen strategischen Vorteil verschafft. Und Ihre Fähigkeiten als Oberkommandant haben Ihnen den Respekt Ihrer Kollegen eingebracht. Glückwunsch, Kommandant. Juhu. Da gibt es eine fette Beförderung. Ja. Ja, viele. Ja, eigentlich das hier, ne? Herr Kapitän? Valentine? Du bekommst das hier. Ja, dann sind die ja auch Max Level. Oh. Kabüse hier voll klatschen. Und das auch noch. Herr Kaloin? So, Wolfi geht mal shoppen. Nötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ja, ein bisschen Lebensmittel. Ein bisschen Wurst. Ein bisschen Gemüse. So. Ein bisschen Sprit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen. Ja. Wie geht's der Mannschaft? Eins Müdigkeit. Wurde berichtet, dass die Operation zur Einrichtung einer Wetterstation erfolgreich durchgeführt wurde. Glückwunsch! Danke. Komischer Typ. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim.
Die sind immer strenger. Wie oft soll ich denn noch sagen, ja? Ach du Scheiße. Viel warte Glück mal ganz kurz. Einsatz, Herr Kommandant. Kommen Sie Ihre warte mal gesund cool. zurück. Okay, es ist ein kleines Stückchen weiter. Ja, kriegen wir hin. Ja. Und wisst ihr, was dann am Start ist? Es wurde berichtet, dass die Operativ sind. Ja. Das ist Typ 7B. Haha. Oh. Habe ich noch was vergessen? Ja, mein Lebensmut, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Halbe Fahrt voraus. Können wir in dieser Folge auch noch schaffen, ne? Die Mission ist sehr easy. Man muss eigentlich nur schaffen, da irgendwie hinzukommen. Willst du mal auf die Karte gucken so lange? Das wäre voll nett, ey. Und jetzt verdammt nochmal, nimm die enge Kurve. Kurs setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Ja, ich betrachte dich gleich als erledigt, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, das sind 4000. Ach jo. Heidi Witzke, was ins Boss. Ich würde ja gerne mit Fullspeed dahin, aber. Nope. Eigentlich müssen wir noch eine Ecke langsamer gleich fahren, wenn wir auf hoher See sind. Wir müssen Sprit spawnen, Ludi. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Dankeschön. Man kann später auch noch die Taktik mit Batterie an- und aus fahren, aber wir wählen das schon. Wir haben fast 11 Ansehenspunkte. So, dann können wir eigentlich neue Sachen hier erforschen. Wie zum Beispiel Täuschkörper. Das ist das allererste. Dann machst du 24, 23 Tage und 23 Stunden und 59 Minuten. So, wir können vorspulen. Und dann kommen wir 17.000 weit. Theoretisch. Dann bin ich gerade wieder an Helgoland festbacken. Na top, ne? Ja, wenn wir hier sind, können wir auch mit Normalspeed fahren, ne? Komm, hast du jetzt bald mal... Ja, geht das. Was ist denn nun? Ja, Gerüchte über Wonnie Harbors sich verschlechternden Zustand hat Special Agent Agent Kaloin Agent K erreicht. Besatzungsmitglieder flüstern von einem unerbittlichen Husten, einem Fieber, das nicht sinken wollte und Blut aus Wonnie Harbors Taschentücher befleckte. Die geringe medizinische Ausbildung des Offiziers zeichnet ein düsteres Bild. Tuberkulose. Tuberkulose ist eine bakterielle Infektion, die vor allem die Lunge befällt.
Leider ist die Überlebenschance gering, aber in Deutschland gibt es spezielle Heilstätten für Menschen mit dieser Krankheit. Ein Transport von Wonnie Harmore in eine dieser Einrichtungen würde seine Lebenschancen drastisch erhöhen. Es besteht keine unmittelbare Gefahr, aber wir sollten in der Lage sein, alle verbleibenden Aufgaben zu erfüllen, bevor wir uns auf den Rückmarsch machen. Ja, Wonnie Harmore ist dienstunfähig, kann sich nur an Land erholen. Bla bla bla. Na super, der erste mit Tuberkulose. Hat er sich bestimmt bei irgendeiner Dorf-DNL eingefangen oder so. Ah. Netto. Jawohl, weiter geht's. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Ja, ist okay. Also Fahrt voraus. Gib mal ein bisschen Gas, also, ne? Eine Pause wäre jetzt angebracht. Ja, oh. So, Wolli kommt ins Krankenhaus und wir kriegen Typ 7b. Ist das nicht geil? Ruderanlage nicht bemannt. Quatsch nicht. Wir haben ein Funktelegramm vom BD. Warte, nu. Aha, wenn Sie möchten, überspringen Sie den Seemann diese Nachricht. Hat. Ach, überbringen. Vater von Krankheit genesen, Nachricht für Waldpfanne. Bestätige. Wo ist Waldpfanne denn? Aber wir senden hier extra eine Nachricht von BDU und verraten unsere Position. Waldpfanne, wo bist du? Irgendwie runter. Wo ist der Typ? Das ist Wolfgang Petri. Bist du das? Nee, du bist in der Hose. Wo ist Waldpfanne? Ja, Waldpfanne, lass mich hier vorbei. Ey, Typ mit dem Ausrufezeichen im Kopf. Es gibt eine Funknachricht von der Flottille über ihre Eltern. Ihr Vater hat sich von seiner Krankheit erholt. Das ist schön zu hören. Ich habe mir wirklich Sorgen um ihn gemacht. Ich kann es kaum erwarten, die Nachricht zu lesen. Ich danke Ihnen, Herr Kaloy. Ja, da steht nur drin, dass sein Vater von der Krankheit genesen ist. Dann habe ich dir gerade gesagt, was willst du denn da lesen? Das ist so ein Buchverein, ne? Ach, Leute, was soll ich dazu sagen? Oh, das ist auch noch neblig. Wir befinden uns in flachen Gewässern. Er ist ja schön. Wie so super verdammt neblig wäre, ne? Alle Maschinen stopp. Aber erstmal Alarm. Auf Gefechtsstationen. Los geht's, Männer. Lasst uns einige Schiffe versenken. Du gehst ans Seuchgerät, du gehst dahin, du gehst dahin und du gehst nach oben. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ah. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Haben wir noch jemanden, den wir einteilen können? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kaloy. Ist das halt super neblig, ne? Ja, das bringt nichts, wir fahren zurück. Halbe Fahrt zurück. Spuren vor, bis der Nebel vorbei ist. Beenden. Dann brechen den Alarm. Folgen Sie mir. Jawohl, ich benötige hier etwas Unterstützung. Wird erledigt, Herr Kaloy. So, das reicht. Oh, nein. Kleine Fahrt voraus. Herr Kaloy, wir befinden uns in flachen Gewässern. Kleine Fahrt zurück. Kann der Nebel mal aufhören? Kleine so Fahrt sieht die voraus. Sache doch gleich anders aus.
Sprit haben wir noch 66%. Große Fahrt voraus. Herr Kaloyan, wir befinden uns in flachen Gewässern. Bis in die Höhle. Green. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Also sieht man die auch schon von oben. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Brems mal, wäre ganz geil. Alle Maschinen stoppen. Unser Ding. Also was, wenn ihr was seht, schreit einfach ganz laut, ich höre das dann. So im Nachhinein. Oh, hat da jemand abgehustet? Diese dumme Hütte. Ja. Hören Sie mit einer beliebigen Waffe einen Warnschuss über die Brücke ab. Bestätige. Der Mann macht das jetzt. Jawohl, ich kann mal. Ah, Freundin macht das. Zinn ist sie irgendwo. Da. Schicken wir da mal eben hin, ne? Jetzt müssen Sie mir mal eine Frage beantworten. Hier sind keine Bäume auf dieser ganzen Insel. Wie haben Sie es geschafft, diese Höhle dahin zu setzen? Alle Maschinen stopp! Warum ich mich das frage? Wir haben unsere Position erreicht. Das ist der Fahrt hier, wenn wir mal mit den Leuten da geredet haben. G-Boy-D. Entsenden Sie einen Außentrupp. Was? Nein, was stand da? Diese einsame Hütte könnte das von der Luftwaffe fotografierte Objekt sein. Wir sollten einen Außentrupp entsenden, um den Bewohner zu verhören. Der herauskam, nachdem wir mit dem Deckgeschütz geschossen haben. Lassen Sie es. Wolfi geht mit. Gegner geht mit. Und Freunde geht mit. Oh, wir sind immer in Krieg, Leute. Und dann kriegt 7 Leute mit. Dann werden wir den Typen mal verhören. Hören Sie die Person auf der Insel. Rot. Schlagen wir ihn einfach mit den Helmen. Irgendwann wird er schon anfangen zu reden. Oh nein, der Smoothie fehlt. Oh nö. Wo ist Sanji, wenn man den mal braucht? Ihr Trupp ist erfolgreich auf der Insel gelandet und hat sich mit dem Bewohner der Hütte getroffen. Er scheint sich auf Russisch zu verständigen und ist sichtlich gestresst von der Situation. Niemand im Einsatztrupp ist in der Lage, die Sprache zu verstehen und wird nicht auf den Gesten verlassen. Lage, da ist ein N zu viel. Sie verstehen kein Wort, aber wenn man ihn ansieht, ist es offensichtlich, dass er nicht zur Besatzung einer Wetterstation gehört. Wahrscheinlich ein Überlebender eines gesunkenen Schiffes ist. Er hat ein paar Mal das Wort Dickerbrüst benutzt, als ob es etwas Wichtiges bedeuten würde. Möglicherweise ist das der Name des Schiffes, mit dem er unterwegs war. Aha, und so sieht ein Überlebender aus. Okay. Wir versuchen ihn zu fragen, ob er allein auf der Insel ist. Mit Hilfe der Gesten gelingt es ihnen, sich zu verständigen. Es scheint noch jemand in einiger Entfernung im Norden auf der Insel zu sein. Vielleicht ist das die Wetterstation, die sie suchen. Wir bestätigen das Ganze. Haben den Typen mal direkt halbe mitgenommen. Fahrt voraus. David Gunther. Ich glaube nicht, dass David Gunther ein Russe ist. Ne?
Kurs setzen. Naja. Kurs setzen. Ja, du müsstest aber, glaube ich, hier irgendwo sein oder so. Ziemlich weit im Norden. Kurs setzen. Nur so ein kleiner Punkt. Ah, da ist sie. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zielposition. Kannst du mal aufhören? Ah. Diese dumme Zeitbeschleunigung. Wenn er dann da rumspringt und so, dann kann ich das nicht deaktivieren. Ne? Bestätige. Sehr weiß. Und der nächste Schuss, Binny. Bestätige. So, dann hat er auf jeden Fall gehört. Und nächste. Dies scheint die zweite Hütte auf der Insel Hopin zu sein. Die die gebaut haben, weiß ich immer noch nicht, weil da überhaupt absolut kein Baum ist. Auf der die der Überlebende von Necropress hingewiesen hat. Als wir aus dem Deckgeschütz feuerten, erschienen drei Personen in der Nähe. Wir entsenden einen Außentreffer. Ulf, Fehler, Freunde. Oh, Standard-Crew, Helm. Bauchanzug. Nein, das war ein Scherz. Helm. So, wir die Folge heute ein bisschen länger, aber dann haben wir das fertig. Und beim nächsten Mal gibt es das Typ 7. Yeah. Dann geht das ja doch noch viel schneller als gedacht. Juppidu. Was? Der Trupp ist erfolgreich auf der Insel gelandet und haben sich mit den Bewohnern der Hütte getroffen. Sie kommunizieren ebenfalls auf Russisch. Sie haben niemanden im Trupp, der die Sprache versteht. Versuchen Sie zu fragen, wer Sie sind. Sie verstehen kein Wort, aber Sie haben, wie der vorherige Überlebende mehrmals das Wort Dicke Brüst benutzt, was bedeuten könnte, dass Sie auf einem solchen Schiff unterwegs waren. Wenn man sich den Zustand Ihrer Kleidung, die 1A ist und richtig gestriegelt und geschnörkelt aussehen, und Ihren Aufenthaltsort ansieht, sehen Sie tatsächlich nicht wie Schiffbrüchige, sondern wie Spione aus. Herzlichen Glückwunsch, kehren Sie zurück. Und es ist keine Belegschaft der Wetterstation. Aber wie zur Hölle haben sie die Hülle dahin gebaut? Alter, sogar hier mit so einem fetten Steinsockel und so, mit Stroh da. Mensch. Gute Arbeit, Herr Kommandant. Wir haben dem Feind einen schweren Schlag versetzt. Nein. Einfach nein. Wie sollen wir das denn gemacht haben? Bitte? Erzähl's mir. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir haben einfach nur gerade ein paar Opfer hier von der Insel runtergeholt. Sollen wir wieder eine Karte gehen? Navigation besetzen. Das müssen wir locker schaffen. 65%, wir haben jetzt 35% verballert. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Ja, dann geh doch einfach. Das ist so eine Gurkentruppe, Leute, ne? Eines Tages wieder blau. Und dann. Werner, Uwe und Johannes. Es sind auf jeden Fall Russen. Hat? Welcher von euch Idioten konnte das wieder nicht lassen? Wir teleportieren uns jetzt zurück, ey. Wenn du stirbst, ist deine Schuld.
Fünf Tage später. Du wirst ja dann eigentlich automatisch repariert worden sein. So, wir haben Mittwoch, 26. Juni 1940. Die Weser-Übungskampagne ist offiziell seit 16 Tagen zu Ende. Und jetzt gibt's erstmal Urlaub. Nein, die Folge ist jetzt gleich vorbei, Leute. Er hat das Leben gerettet von Peter Fiedler und dabei einen Arztkoffer verschwendet. Juppidu. Er hat den Auftrag abgeschlossen. Bei einem Einsatz, der eine unerwartete Wendung nahm, surprise, surprise, hat ihre Entdeckung und anschließende Rettung schiffbrüchiger russischer Überlebender auf der Insel Hopen die Menschlichkeit und Anpassungsfähigkeit unserer Streitkräfte selbst inmitten des Krieges unter Beweis gestellt. Anstatt eine feindliche Einrichtung zu finden, haben sie Mitmenschen in Not gefunden und entschlossen gehandelt, um ihr Leben zu retten. Und irgendjemand hat sich überarbeitet und das kostet uns $750. Ich erwarte Ihre Befehle. Ja, yeah, kriegst auch nochmal einen dritten dazu. Passt schon. So. Fürs nächste Mal gibt es viel zu tun, Leute. Also, lassen wir es liegen. Ja. Kannst du schon mal einen neuen Arztkoffer holen, Alter. So, die Helme und den Tauchanzug werden wir mitnehmen. Alles andere werden wir verkaufen. Und dann werden wir das U-Boot switchen. Da gibt es nochmal schönen Urlaub. Wir haben da noch ein bisschen mehr Platz für Leute. Tanken brauchen wir auch nicht mehr. Und die Folge ist vorbei. Nächste Mal mit Typ 7. See ya. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerte Lorelei, Sascha Teves, Ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.